Die komplette Sperrung der Zeltplätze in Koblenz und Großjährchen sowie des Badestrandes in Großjährchen wird, wie angekündigt, durchgeführt. Das ist das Ergebnis von Nachsondierungsuntersuchungen, die vom Oberbergamt am Donnerstag in Loser vorgestellt wurden. Der Einsatz eines Wellenbrechers am bereits gesicherten Strandabschnitt wird von der Behörde als zu teuer abgelehnt. Eine 500.000 Euro würde die Installation der Buhnenwand kosten, allerdings gäbe es damit weiterhin das Restrisiko, dass eine mögliche Schallwelle diese überspülen und auf den Strandbereich treffe, so das Oberbergamt. Damit sei der finanzielle Aufwand unverhältnismäßig. Dagegen argumentiert Losers Bürgermeister Udo Witschers, angesichts des Gesamtsanierungsaufwandes von 100 Millionen Euro seien 0,5% wohl möglich, wenn dadurch die Nutzungseinschränkung zumindest in einem kleinen Bereich aufgehoben werden könne. Ab Mai soll der Knappensee für 8 Jahre lang gesperrt werden.